Vor 2 Tagen haben wir uns sehr ausführlich angeschaut, was Airbus wohl aus dem A321 noch rausholen kann und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch rausholen wird. Dabei ist man namenstechnisch mittlerweile da angekommen, wo auch ein iPhone XS Max steht. Also man kann jetzt wohl bald mit einem Airbus A321 XLR rechnen. Die Namen machen das Ganze irgendwie nicht einfacher. Dazu haben wir mehrfach im Video erwähnt, dass wenn es Airbus wirklich schafft, diesen A321 mit diesen Leistungswerten so in einer zuverlässigen Form auf den Markt zu bringen, dann werden sie höchstwahrscheinlich einen großen Vorteil gegenüber Boeing haben. Aber dafür müssen wir uns auch erstmal das Boeing-Produkt angucken und das machen wir jetzt. Wir schauen uns mal an, ob die vielleicht auch noch ein bisschen was aus der 737 rausholen können und vielleicht rausholen werden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, das Produkt von Boeing, was man dem A321 gegenüberstellen kann, egal ob jetzt in seinen aktuellen Versionen oder in den womöglich bald folgenden Versionen, das kann ja eigentlich nur die Boeing 737 sein. Oder vielleicht auch ein bisschen die 757. Oder wenn Boeing wirklich gar nichts für den A321 als richtigen Konkurrenten hat, dann ist es vielleicht auch erst die 797. Ja, irgendwie ist es doch nicht ganz so einfach und ich glaube, vor allem aus dem Grund ist der A321 gerade besonders spannend. Aus einem mit etwa 180 Sitzplätzen ausgestatteten A320 als Basis mit etwas mehr als 5000 Kilometern Reichweite kann Airbus jetzt einen A321 mit 240 Sitzplätzen machen und einer Reichweite, die mittlerweile auf die 9000 Kilometer zugeht. Das schießt dieses Flugzeug quasi in einen anderen Bereich der Luftfahrt, in einen anderen Markt und eröffnet diesem Flieger auch eine ganz, ganz neue Zielgruppe. Es ist keinesfalls sicher, ob dieses Flugzeug so wirklich funktionieren kann, ob die Passagiere diese Maschine auf der Langstrecke wirklich als ja, vernünftiges Flugzeug, als vernünftiges Produkt annehmen, egal in welcher Form die Airlines das dann auf den Markt schmeißen. Aber das ist dann auch eine andere Frage. Allein von den Leistungswerten ist das ganze Thema hochinteressant. Aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass wenn wir über das Konkurrenzprodukt der A320-Familie sprechen und damit auch über das Konkurrenzprodukt zum A321, dann sprechen wir erst einmal, wenn es um Boeing geht, um die Boeing 737-Familie. Und deswegen sollten wir auch mit diesem Flugzeugtypen anfangen und mal versuchen, die Frage zu klären, was da vielleicht noch geht, was Boeing in den nächsten Jahren, in naher Zukunft, also in den nächsten 3 bis 4 Jahren, noch aus dieser Flugzeugfamilie, aus diesem Flugzeugtypen rausholen könnte. Vorweg ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Boeing 737 natürlich auf einer viel älteren Basis steht. Das ist irgendwie gar nicht so einfach mit dem A320 zu vergleichen. Erstflug 737-100 war im April 1967. Der Erstflug des A320 war fast 20 Jahre später. Man hat das Flugzeug selbstverständlich mit modernen Technologien in die aktuelle Zeit geholt und es ist durchaus ein Konkurrenzprodukt zum A320, aber man muss das mit der Basis vielleicht durchaus mal im Hinterkopf behalten. Für unseren Vergleich müssen wir uns aber natürlich nicht um die Boeing 737 aus dem Jahre 1967 kümmern, sondern für uns interessant sind die MAX-Modelle, also die aktuellste Variante der 737. Da gibt es die MAX 7, die MAX 8, die MAX 9 und in den Startlöchern steht mittlerweile auch die MAX 10. Diese Flugzeugfamilie ist damit natürlich erst einmal das direkte Konkurrenzprodukt zur A320neo-Familie von Airbus. Und wenn wir uns jetzt um den A321neo, LR oder möglicherweise bald auch XLR kümmern, also um ein Flugzeug, was quasi schon als direkter 757-Nachfolger einigermaßen gehandelt wird, dann bleiben nur noch die beiden letzten Varianten interessant, also die 737 MAX 9 und MAX 10. Boah, ganz schön kompliziert. Die 737 MAX 9 und damit der direkte Nachfolger der 737-900, der fliegt mittlerweile ganz normal, wird ganz normal gebaut und ausgeliefert. Erstflug war im April 2017 und im März 2018 wurde diese Maschine das erste Mal ausgeliefert an den Erstbetreiber Lion Air aus Thailand. Diese mit knapp 42 Metern nochmals verlängerte Boeing 737 ist auch tatsächlich der direkte Konkurrent zum A321neo. Dieser ist bei der Kundschaft aber deutlich beliebter, was vielleicht gar nicht unbedingt daran liegt, dass er weiter fliegen kann und mehr Leute mitnehmen kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt der springende Punkt, sondern es geht wahrscheinlich vielmehr um das Potenzial, welches mit Blick in die Zukunft noch in dem A321 steckt. Und deswegen ist man mit diesem Airbus wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt als mit der 737 MAX 9, es sei denn, man betreibt eine reine 737-Flotte. In Zahlen bedeutet das Ganze maximal 220 Passagiere in einer 737 MAX 9 und das Flugzeug kann knapp 6000 Kilometer weit fliegen, mit Zusatztank sogar 6500 Kilometer.
Das ist für Langstrecken mit diesem Standardrumpfflugzeug aus Mitteleuropa heraus Richtung US-Ostküste zwar genug, aber nicht wirklich brauchbar. Damit ist dieses Flugzeug auch auf gar keinen Fall ein vernünftiger 757-Nachfolger. Die Werte der 757 kann die 737 in dieser Form schlicht und einfach nicht erfüllen, aber das ist scheinbar das, was die Kundschaft ja genau gerade möchte. Sie möchten ein Flugzeug, das die 757 theoretisch ablösen kann. Und das zeigt sich auch ein bisschen in den Bestellungen. Von den mittlerweile fast 5000 bestellten Boeing 737 MAX gehen nur 136 Bestellungen auf das Konto der 737 MAX 9. Und dann schaut man mal rüber zu Airbus. Da wurden mittlerweile etwas mehr als 6200 Flugzeuge aus der A320neo-Familie bestellt. Und es gehen mehr als 2200 Bestellungen auf das Konto des A321neo. Da gab es vor zwei Tagen und gestern auch noch eine ganze Menge Kommentare zu, ob ich mich da vertan habe mit der Zahl. Aber habe ich tatsächlich nicht. Es wurden nicht 20, auch nicht 200. Es wurden mehr als 2200 A321neo bestellt. Und das ist schon eine ganze Menge. Der Flugzeughersteller Boeing stand jetzt also vor einer etwas ungünstigen Situation, vor einer etwas unschönen Situation. Denn wir haben gerade erst vor zwei Tagen darüber gesprochen, was Airbus in naher Zukunft aus dem A321 noch alles rausholen könnte. Und die wichtigen Eckdaten dazu waren 240 Passagiere und / oder eine Reichweite von knapp 8700 Kilometern. Das schiebt das Flugzeug ganz ordentlich in den Middle of the Market. Genau das könnte halt eben mit dem A321 XLR in naher Zukunft möglich werden. Und das ist jetzt eine unschöne Situation für Boeing, weil die 737-900 und die 737 MAX 9, die galten lange Zeit als das Maximum an Länge und Sitzplätzen und Reichweite, was man aus einer 737 mehr oder weniger einfach rausholen kann. Diese Flugzeuge wurden jetzt also lange als das obere Ende der Möglichkeiten der 737-Familie gehandelt. Mehr ging dann irgendwie einfach nicht, aber hat ja auch so ganz gut funktioniert. Man hat die 800er-Version bzw. die MAX 8 jetzt als Nachfolger, als Basis des Ganzen, ein Flugzeug, was irgendwie für jede Fluggesellschaft einigermaßen gut geeignet ist. Wenn man ein bisschen weniger haben wollte, dann nahm man die 700er-Version. Wenn man etwas mehr haben wollte, dann nahm man die 900er-Version. Klingt ja auch ziemlich praktisch. Jetzt muss das Ganze aber doch noch mal ein bisschen größer werden. Boeing entschied sich derweil für eine komplette Neuentwicklung eines sogenannten Middle-of-the-Market-Flugzeuges, und zwar die Boeing 797. Die soll irgendwann dann kommen. Sowas kostet aber viel Geld und nimmt vor allem sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und Zeit ist hier wahrscheinlich der wichtigere Faktor. Ich habe das im letzten Video schon gesagt. Die Airlines könnten eher jetzt als gleich einen vernünftigen 757-Nachfolger gebrauchen und müssen sich jetzt am Markt umschauen, was es gibt, was verfügbar ist. Und da steht jetzt nun mal noch keine Boeing 797 auf der Liste. Also geht man doch noch einmal an die Boeing 737 MAX ran, um vielleicht wenigstens die treuesten Kunden bei sich halten zu können, weil sie einfach eine vernünftige Alternative zum A321neo/LR/XLR benötigen. Und jetzt muss man bei einer Verlängerung, aber weil, wie gesagt, die MAX 9 schon als das Maximum galt, muss man da jetzt sehr behutsam vorgehen. Aber man wollte die 737 MAX 10 auf den Markt bringen. Der Aufwand war jetzt hier an dieser Stelle aber etwas größer. Boeing musste, wie gesagt, sehr vorsichtig damit umgehen, weil das Potenzial, was der A321 jetzt halt eben an dieser Stelle noch bieten kann, das kann die 737 eben nicht mehr bieten. Und deswegen wird die 737 MAX 10 im Vergleich zur 737 MAX 9 auch nur 1,70 Meter länger. Damit kommt sie jetzt auf 44 Meter und ist damit übrigens ja, ziemlich genau 50 cm kürzer als der A321, also das ist nicht wirklich der Rede wert. Das ist nun aber laut Boeing zumindest wirklich das Maximum, was man gerade jetzt aus der Boeing 737 mit etwas verstärkten Motoren und trotzdem einer immer noch mehr oder weniger identischen Tragfläche rausholen kann. Damit hat man eine Entscheidung getroffen, die auf der einen Seite natürlich eine ganze Menge Geld spart, auf der anderen Seite, und das ist wie gesagt der viel wichtigere Faktor, aber vor allem Zeit spart. Denn die 737 MAX 10 wird dann wahrscheinlich 2019 das erste Mal fliegen und ab 2020 dann bei den Airlines unterwegs sein. Und damit sorgt man dafür, dass Airbus nicht einfach so davonrennen kann. Damit werden jetzt in einer Boeing 737 maximal 230 Passagiere möglich gemacht. Das Ganze mit Zusatztank mit einer Reichweite von maximal 6100 Kilometern. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, zumindest. Wir gehen mal wieder zurück zum Lufthansa-Beispiel. Eine Low-Cost-Langstrecke aus Mitteleuropa oder für eine Langstrecke generell in einem Standardrumpflugzeug aus Mitteleuropa heraus an die Ostküste der USA oder vielleicht auch mal etwas zentraler in die USA rein, taugt dieses Flugzeug irgendwie nichts. Da fehlen knapp 2.500 Kilometer Reichweite zu den Leistungsdaten, die der A321 XLR womöglich bald liefern wird. Ist das Flugzeug damit jetzt überflüssig? Nein, natürlich nicht. Diese Maximalwerte, und das gilt natürlich für jeden neuen Flugzeugtypen, die sind nur wirklich interessant, wenn die Fluggesellschaft, die das Flugzeug kaufen möchte, auch wirklich diese Reichweite und diese Sitzplatzanzahl maximal ausnutzen möchte.
Und das tun halt eben nicht alle. Für alle anderen bedeutet diese 737 nämlich endlich 230 Sitzplätze und das Ganze dann sogar noch ein paar Prozentpunkte effizienter, als man es mit einem A321neo mit gleicher Sitzplatzanzahl schaffen würde. Und siehe da, es funktioniert. Mittlerweile konnte man etwas mehr als 400 Bestellungen für diese noch gar nicht geflogene 737 MAX 10 einsammeln. Und das ist auch schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Ganz kam Boeing dann allerdings doch nicht um irgendwelche technischen aufwendigen Änderungen herum, denn die Länge der 737 passt jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr ganz zu der Höhe über dem Boden. Das Flugzeug neigt, wenn man es einfach nur verlängern würde bei Start und Landung, zu einem sogenannten Tail Strike. Also beim Rotieren der Maschine beim Start oder beim Aufsetzen bei der Landung kann es schnell mal dazu kommen, dass das Flugzeug mit dem Heck hinten auf der Bahn aufschlägt oder aufkommt oder dass sich da zumindest ein bisschen berührt. Ja, und das ist nicht ganz so gut. Und damit sich eine Boeing 737 MAX 10 für einen Piloten anfühlt wie eine ganz normale, in Anführungszeichen, 737 und auch so funktioniert, musste man das Hauptfahrwerk verlängern. Und das stellt einen dann vor weitere Probleme. Verlängert man das Hauptfahrwerk, dann muss man natürlich auch das Bugfahrwerk verlängern. Sonst laufen die Leute beim Einsteigen einen Berg hoch. Und verlängert man jetzt beide Fahrwerke einfach so, dann passen die ja auch nicht mehr in die dafür vorgesehenen Räume im Rumpf der Boeing 737. Und die einfach größer machen, das funktioniert ja auch nicht, weil der Platz ist einfach nicht unbedingt da. Ja, und das ist ja dann schlecht. Die Lösung des Ganzen ist ein sogenanntes Teleskopfahrwerk. Klingt kompliziert, ist es in der technischen Ausführung bestimmt auch ein bisschen, aber das Prinzip dahinter, das ist ganz einfach. Das Hauptfahrwerk, und zwar nur das Hauptfahrwerk der Boeing 737 MAX 10, wird ziemlich genau 24 cm länger als das einer normalen 737. Allerdings nur beim Rotieren und beim Landen, also in den Tailstrike-kritischen Situationen. Das Hauptfahrwerk der MAX 10 hat quasi ein Sprunggelenk. Und steht der Flieger dann am Boden, neben einer kürzeren MAX 9 zum Beispiel, dann gibt es gar keinen einzigen Unterschied, außer dass das Flugzeug schlicht und einfach ein bisschen länger ist. Aber wie dem auch sei, das war damit erst einmal das Vergleichsprodukt, welches Boeing aktuell und in den nächsten Jahren liefern kann. Und man hat, glaube ich, ganz klar gesehen, wo die wichtigen Unterschiede liegen. Der Airbus bietet in gewissen Bereichen, zum Beispiel eben in der Low-Cost-Langstrecke, wo man vielleicht auch mal ein bisschen längere Langstrecken fliegen möchte, da bietet er ein Potenzial, welches die 737 schlicht und einfach nicht hat. Wirklich interessant wird es dann nochmal, wenn Boeing die 797 auf den Markt bringt. Das kann leider noch ein paar Jahre dauern, aber damit hätte man dann ja ein vollwertiges Middle-of-the-Market-Flugzeug und ein Flugzeug aus einer ganz neuen Generation. Da kann man also gespannt sein. Das, was man zum aktuellen Zeitpunkt hat, das ist vielmehr ein Kompromiss. Aber je nachdem, wofür man das Flugzeug benötigt, bietet Airbus vielleicht den etwas besseren Kompromiss. Aber da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Nico raus, der mich seit gestern tatkräftig und sehr, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.